Es liegt nun schon einige Jahre zurück. Wieder einmal Gottesdienst in einem Seniorenheim und eine Bewohnerin fing an, während ich redete, wie wild zu gestikulieren. Und dabei zeigte sie immer auf eine bestimmte Stelle. Ich verstand nicht, was will diese Frau? Und immer wieder, immer wieder. Bis ich sie fragte, Entschuldigung, ist irgendwas nicht in Ordnung? Herr Pastor, da fehlt doch was. Ihr Lätzchen. Ah, mein Lätzchen habe ich vergessen. Also mein Bäffchen, wie man so schön sagt. Aber wer weiß denn schon, wie dieses kleine Teil, dieses kleine weiße Teil heißt, das zu unserer Kleidung als Pastoren, jedenfalls hier in meiner Gemeinde und weitgehend in meiner Landeskirche, wie dieses Teil heißt, das Bäffchen. So, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt erkennt man mich, ich bin als Pastor unterwegs. Als junger, angehender Pastor war es für mich befremdlich, in dieses Gewand zu steigen, in den Talar. Es war, wie wenn ich in eine andere, in eine fremde Welt hineinsteige. Und ich fragte mich oft, was hat das mit mir zu tun? Bin ich das noch, der hier nun redet und die Leute anspricht? Aber bald merkte ich, wie gut ist es, dass es diese Kleidung gibt, den sogenannten Talar. Manche sagen, Herr Pastor, Sie haben den Altar noch nicht an. Nein, der Altar ist etwas anderes und der würde mir auch viel zu schwer werden. Der Talar, ich habe mich nicht nur an ihn gewöhnt, ich habe ihn schätzen und lieben gelernt. Und das Gute ist, es ist ja vollkommen egal, ob es anderen gefällt oder nicht. In dem Moment, wo ich ihn anhabe, ist es klar, ich bin im Dienst als Pastor hier, im Dienst Jesu Christi, im Auftrag unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Gut so, denke ich. Gut so, dass ich nicht beurteilt werde, was ich gerade anhabe, ob ich keinen Anzug habe, ob die Krawatte fehlt, ob das Hemd gebügelt ist oder was auch immer. Hier ist klar, es geht darum, was ich sage, wofür ich stehe, ich als Teil eines größeren Ganzen. Ich habe den Talar auch schätzen gelernt als Schutz. Als Schutz, und ich möchte diesen ganz normalen Talar auch gar nicht mehr missen. Ich möchte ihn auch nicht tauschen gegen andere, auch nicht gegen einen weißen Talar, obwohl ich ihn sehr feierlich finde. Irgendjemand wird mich ansprechen, ob ich nun eine katholische Messe halte oder eine Stola in den verschiedenen Farben des Kirchenjahres. Ich finde das wunderschön, aber für mich persönlich möchte ich das ganz schlichte, ursprünglich preußische in alten Preußen als Diener der Kirche so gestaltete Kleidungsstück. Im Schutz des Talars kann ich im Auftrage Jesu Christi als Ulrich oder als Uli sein und reden, ohne dass es um mich geht. Aber es geht halt auch nicht ohne mich. Da kann auch mal dann ein salopper Spruch kommen, ein kleiner Witz, vorzugsweise immer beim Osterlachen in einem Ostergottesdienst oder eine Anekdote. Es ist unter diesem Talar, es geht nicht um den Witz, sondern es geht um das große Ganze, ob er etwas dazu beiträgt, ob ich damit etwas verdeutlichen kann, was das Evangelium will, worum es geht mit Jesus Christus. Alles, was ich in diesem Gewand tue und sage, das möge Jesus Christus dienen, dem Evangelium und natürlich den Menschen, dass sie die Verbindung zum Göttlichen suchen und für sich persönlich wieder ganz neu finden. Mal gelingt es, mal nicht, aber der Talar schützt mich. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn eben nicht nur eine Rolle gespielt wird, sondern wenn der oder die da drinnen zu erkennen ist. Dass das, was ich sage, auch mit mir zu tun hat, ohne dass es meine Privatmeinung ist, sondern eine Haltung, eine Aussage im Rahmen des größeren Ganzen.
dass es aber von mir kommt und dass ich es nicht einfach nachplappere, weil es irgendjemand anders gesagt hat. Ob man das dann gut und richtig findet, das ist eine andere Sache. Wichtig finde ich, dass es authentisch rüberkommt, dass es mit dem zu tun hat, der in diesem Kostüm steckt, im sogenannten Talar. Ob es gelingt, da sage ich, wie viele Christen, das macht allein Gott, das macht allein der Heilige Geist. Das heißt natürlich nicht, dass ich sagen kann, was ich möchte, dass es völlig egal ist, dass ich irgendwas daherreden kann. Gerade nicht. Natürlich soll ich den Gottesdienst, soll ich, was ich in diesem Gewand tue, gut vorbereiten. Aber ich habe oft beides erlebt. Ich kann mich erinnern, nach einem Gottesdienst, ich stehe an der Kirchentür, um Tschüss zu sagen den Leuten und denke, heute war das doch alles ganz gut, was du gemacht hast. Was du rüberbringen wolltest, heute war okay. Und ich bekomme nur höfliche Verabschiedungen. In anderen Gottesdiensten, in manch anderen, wo ich merke, wie ich gerungen habe und wo ich selbst manches Mal gar nicht zufrieden war mit mir, da kommen Leute zu mir und bedanken sich ganz persönlich, wollen sogar noch ein Gespräch, weil ihnen irgendein Gedanke, ein Satz, ein Spruch so viel bedeutet hat. Das ist der Heilige Geist. Er macht mit uns, was er will und nicht immer das, was ich will. Gut, dass es so ist und gut, dass dieser Talar ein Zeichen ist. Ich bin darin, ich als Ulrich, aber im größeren Ganzen. Vor vielen Jahren bin ich natürlich auch mal konfirmiert worden. Ich habe damals nicht viel Spaß gehabt im Konfirmandenunterricht, eigentlich gar keinen. Ich mochte den Pastor auch nicht. Aber den Spruch, den wir uns nicht raussagen dürfen, nicht raussuchen dürften, der hat mir viel zu denken gegeben. Nach Jahren habe ich ihn gesucht und gefunden. Und er hat mich seither immer wieder begleitet, dieser Vers. Worte von Paulus aus dem Römerbrief, da heißt es: Ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Der Vers ist mir immer wieder wichtig in allen möglichen Lebenslagen. Es ist für mich die Aussage dessen, die Kraft zum Leben, die Kraft, die Quelle, der Sinn, das Ziel. Manchmal auch einfach nur Freude, überschwängliche Freude und Dankbarkeit. Auch wenn es mal nicht gut läuft, die Worte sagen mir, dieser Weg ist gut, er ist richtig, er führt zum Ziel, zum Ursprung und zum Ziel. Er ist da, er ist bei mir, er begleitet mich, Gott in Jesus Christus. Er ist in meiner Freude, er ist in meiner Trauer, am Anfang und am Ende, in meinen Erinnerungen, in meinem Leben, in meinem Leben, in der Welt, am Anfang und am Ende von allem, was ist, von allem, was sein wird, aber auch von allem, was sein könnte. Selig macht sie, diese Kraft Gottes. Selig, was für ein komisches Wort. Das heißt für mich glücklich. Oder auch gelassen oder auch zuversichtlich, aber nicht blauäugig. Alles andere als das. Wenn ich mich denn darauf einlasse, auf das Evangelium, auf die gute Nachricht, auf das, was in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und täglich neu zu uns kommt. Deshalb lebe ich gerne und genau deshalb schlüpfe ich immer wieder gerne in diesen Talar. Und dies immer wieder mit diesen und immer wieder neuen Worten euch zu erzählen. Und es kann was rüberkommen, wenn er das will. Mit Bäffchen und ohne. Bleibt gesund.